In dieser Videoserie möchte ich analysieren, wie verschiedene Länder in ihrer Großversion heute aussehen würden. Nimm es nicht zu ernst, sondern es geht nur um das Durchspielen vom Gedankenexperiment unter Verwendung von viel Fantasie. Im letzten Video haben wir die Großschweiz analysiert, doch auch Österreich bleibt unserem Gedankenexperiment nicht verschont. In diesem Video verwandeln wir die österreichische Alpennation also von einem friedlichen Ländchen in ein imperiales Reich mit Großmachtambitionen. Dafür orientiere ich mich an dem Vorschlag des Kaisertums Österreichs für einen gemeinsamen Staat mit deutschen Ländern. Denn im Jahre 1849 bis 1851 schlug Österreich wiederholt vor, dass alle habsburgerisch beherrschten Gebiete einem deutschen Staatenbund beitreten sollen. Der Beitritt von Ungarn und Norditalien hätte die österreichische Vorherrschaft in Deutschland erheblich gefestigt. Diesmal ist es also kein weit hergeholtes Gedankenspiel, sondern hat tatsächlich eine gewisse historische Basis. Mit offenen Karten sehen wir, wie groß dieses Großösterreich in Wirklichkeit wäre. Es würde sich über ganz Deutschland erstrecken, die Länder Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowenien und Kroatien komplett einschließen, sowie Teile von Italien, Polen, Russland, Litauen, der Ukraine, Rumänien und Serbien umfassen. Insgesamt würde Großösterreich damit etwas über 180 Millionen Menschen behausen und damit nicht nur zum bevölkerungsreichsten Land Europas werden, sondern auch zum achtbevölkerungsreichsten Land der Welt aufsteigen. Es würden kurzerhand 20 Mal mehr Menschen in Großösterreich leben als im heutigen Österreich. Und mit einer Fläche von etwa 1,2 Millionen Quadratkilometern würde sich das Staatsgebiet Österreichs mehr als vervierzehnfachen. Großösterreich wäre damit das zweitgrößte Land innerhalb Europas, etwa ein Drittel so groß wie der europäische Teil Russlands. Und ironischerweise wäre die größte Stadt in Großösterreich die heutige deutsche Hauptstadt Berlin. Ein solches Großösterreich hätte innerhalb Europas eine absolute Vormachtstellung. Schließlich hätte es gleichzeitigen Zugang zum Adriatischen Meer, zur Ostsee sowie zur Nordsee. Ebenso würde es Europa kurzerhand mal in West- und Osteuropa aufspalten und damit den gesamten Handel über Land zwischen diesen beiden Gebieten kontrollieren. Es würde zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen, hinter USA und China, und wäre einer der größten Spieler auf der Bühne der Weltmächte. Doch bevor wir uns den geschichtlichen Hintergrund dieser Großmachtambitionen anschauen, möchte ich Blinkist, den Sponsor dieses Videos, vorstellen. Blinkist ist für mich ein super einfacher Sell, denn bereits seit mehreren Jahren bin ich selbstzufriedener Abonnent. Mehr als 5000 Sachbücher und Podcasts wurden von Blinkist so zusammengefasst, dass du dir die Kernaussagen innerhalb von 15 Minuten auf deinem Smartphone anhören kannst. Zum Beispiel auf dem Weg zur Schule oder Arbeit, beim Kochen oder bei einem Spaziergang in der Nacht. Einer meiner Lieblingstitel ist Der stille Raub, wie das Internet die Mittelschicht zerstört und was Gewinner der digitalen Revolution anders machen. Es geht darum, wie der digitale Wandel die Mittelschicht bereits jetzt verdünnt und wie du von ihren Möglichkeiten profitieren kannst. Doch glaub mir, es gibt mehr als genug Kategorien, von Politik zu Unternehmertum, Geschichte zu Psychologie bis hin zu Liebe und Kreativität. Ich gebe es ja zu, dass ich alles andere als eine Leseratte bin, doch dank Blinkist bleiben mir die Kernaussagen von wichtiger Literatur trotzdem nicht verwehrt. Und speziell für dich hinter dem Bildschirm gibt es 25% Rabatt auf das Premium-Jahresabo. Davor kannst du das Abo völlig unverbindlich und kostenlos eine Woche lang testen und schauen, ob du zufrieden bist. Dafür musst du nur auf blinkist.de/franz gehen oder auf den obersten Link in der Beschreibung tippen. Und was neu ist, ist, dass du jetzt ein Blinkist-Abo auch mit einem Freund teilen kannst. Es sind also quasi zwei Blinkist im Preis von einem. Eine Woche lang Gratis-Testversion und 25% Rabatt auf das Premium-Abo speziell für dich. Danke Blinkist für das Sponsoren dieses Videos. Der österreichische Staatsmann, Diplomat und Offizier Felix von Schwarzenberg plante eine solche Initiative im Jahre 1849. In eine ähnliche Richtung gingen die Überlegungen seines Handelsminister Karl Ludwig von Bruck. Er entwarf die Umrisse einer entsprechenden Zollunion mit Weltmachtambitionen. Diese Pläne sind teils als echte Angebote und teils als Propaganda in der damaligen deutschlandpolitischen Auseinandersetzung zu verstehen. Österreich lehnte das von der Frankfurter Nationalversammlung getragene Deutsche Reich ab, weil es zu liberal war und weil Österreich nicht mit allen Gebieten beitreten durfte. Es wandte sich ebenso gegen den preußischen Versuch, den konservativen Bundesstaat Erfurter Union zu gründen. Am Ende konnten weder Preußen noch Österreich sich mit ihren Plänen durchsetzen. Die Mittelstaaten wie Bayern und Hannover hatten Angst vor einem Bundesstaat ohne Österreich, in dem Preußen die Vormacht gewesen wäre, aber ebenso Angst vor einem Großösterreich als reinen Bundesstaat, in dem Österreich dominieren würde. So wurde im Sommer 1851 der alte Deutsche Bund wiederhergestellt und zu einem Großösterreich kam es nie.